Liebe Schülerinnen und Schüler, mein Name ist Wolfgang Korner und ich möchte euch die Polytechnische Schule Freistadt kurz vorstellen. Die Polytechnische Schule schafft als letztes Pflichtschuljahr die Voraussetzungen für einen möglichst gut vorbereiteten und erfolgreichen Einstieg in die Lehre. Die Facharbeiterausbildung hat in Österreich eine lange Tradition und durch dieses Erfolgsmodell der Lehre konnte Österreich auch die Krisen der letzten Jahrzehnte gut überstehen. Wer also nach der 8. Schulstufe nicht weiter in die Schule gehen möchte, sondern sein eigenes Geld verdienen möchte und in einem Betrieb mitarbeiten und ausgebildet werden möchte, dem stehen alle beruflichen Möglichkeiten über die Lehre offen. Im Übrigen gibt es auch die Möglichkeit der Lehre mit Matura, wobei neben der Facharbeiterausbildung auch die Matura in 4 Fächern abgelegt werden kann. Trotz wirtschaftlich eher angespannten Zeiten ist das Lehrstellenangebot in Oberösterreich, aber auch in unserer Region sehr gut. Unsere 2 Schwerpunkte im Schuljahr sind die Berufsorientierung und die Berufsvorbereitung im gewählten Fachbereich. Die ersten 5 Wochen des Schuljahres bilden die Orientierungsphase. In dieser Zeit sollen sich alle Schülerinnen nochmals Gedanken zum eigenen Wunschberuf machen und werden dabei in Kleingruppenunterricht von einem Lehrer oder einer Lehrerin begleitet. Außerdem sollen Betriebsbesichtigungen, Exkursionen und 3x2 Tage Schnupperlehre helfen, eine tragfähige Entscheidung für einen Lehrberuf oder einen Fachbereich in der Schule zu treffen. Ab der 6. Schulwoche schließt die Berufsvorbereitungsphase an. Ab diesem Zeitpunkt sind 14 der 32 Unterrichtsstunden pro Woche auf den Fachbereich ausgerichtet. Das bedeutet, dass die Schülerinnen verschiedene allgemeinbildende Fächer im Klassenverband haben und die Fachbereichsgegenstände, die dann in einer Kleingruppe mit 10 bis 14 Personen unterrichtet werden. Je 2 verschiedene Fachbereichsgruppen bilden dann immer eine Klasse. 7 Fachbereiche stehen zur Wahl. Den Cluster Technik bilden die Fachbereiche Bau, Holz, Metall und Elektromechatronik. Im Cluster Dienstleistung finden wir die Fachbereiche Handel und Büro, Gesundheit, Schönheit und Soziales und Tourismus. Je nach Cluster und Fachbereich sind auch die Unterrichtsgegenstände unterschiedlich. Im Cluster Technik findet ihr Gegenstände wie naturwissenschaftliche Grundlagen, technisches Zeichnen, Fachkunde, angewandte Informatik und Fachpraxis. Im Cluster Dienstleistung Gegenstände wie betriebswirtschaftliche Grundlagen, Buchführung und Wirtschaftsrechnen, berufsspezifische fremdsprachliche Konversation Englisch und ebenfalls angewandte Informatik und Fachpraxis. Wobei gerade die letztgenannten Unterrichtsgegenstände ganz unterschiedliche Inhalte haben. In den technischen Bereichen kommt in angewandter Informatik Simulationssoftware und auch CAD-Software zum Einsatz. Außerdem werden auch kleinere Programmierübungen absolviert und ein Schwerpunkt liegt dort auch auf der Hardwaretechnik. Im Cluster Dienstleistung liegt der Fokus auf Office-Programmen wie Word, PowerPoint oder Publisher, aber auch auf Foto- und Videobearbeitung. Nun seht ihr einige Fotos zum Praxisunterricht in den Fachbereichen. Die Fachpraxis Bau findet in der Berufsschule in Freistadt statt. Dort wird gemauert und verputzt und die Schüler lernen die Grundtätigkeiten des Maurers. Im Fachbereich Gesundheit, Schönheit und Soziales wird sehr viel kreativ produzierend gearbeitet. Aber auch der Bereich Schönheit mit Frisuren und Kosmetik kommt nicht zu kurz. Im Fachbereich Elektromechatronik steht der Computer als Hilfs- und Arbeitsmittel im Zentrum. Neben der Schulung an ausgewählten Programmen wird hier sehr viel Hardwaretechnik vermittelt. Lego-Mechatronik, angewandte Elektronik mit Layouts für Platinen und Lötübungen bzw. Installationsübungen an Installationstafeln sind weitere Schwerpunkte.
In Handel und Büro wird eine Übungsfirma gegründet und mit anderen polytechnischen Schulen ein Versandhandel mit allen notwendigen Abteilungen wie Bestell- und Mahnwesen, Versand, Buchhaltung und Bezahlung über Elba abgewickelt. Die Fachpraxis im Holzbereich vermittelt Grundlagen der Holzbearbeitung, Holzverbindungen, Arbeiten mit Plattenwerkstoffen, aber auch Projektarbeiten wie den Bau eines Holzkanus, eines Stand-up-Paddles oder eines Holzfahrrades. Im Metallbereich wird zuerst der Grundlehrgang der Metallbearbeitung mit Feilen, Sägen, Bohren, Anreißen, Gewindeschneiden usw. an verschiedenen Probewerkstücken geübt, bevor dann Werkstücke nach Plan gefertigt werden müssen. Für Abwechslung sorgt dann die Arbeit an einem Verbrennungsmotor bzw. kreative Arbeiten wie Bilderrahmen, Schulöffel oder Flaschenöffner. Im Tourismus ist die Küche das Zentrum, mit Küchenführung, Servierkunde, aber auch Getränkezubereitung und der Tischdekoration und Gestaltung. Gekocht werden Gerichte der österreichischen und internationalen Küche mit saisonalen und regionalen Produkten. Ein Highlight ist jedes Schuljahr die Sommersportwoche in Kärnten am Ossiacher See. Die Schüler können aus 12 verschiedenen Sportarten 2 auswählen, die abwechselnd am Vormittag bzw. Nachmittag stattfinden. Das Quartier ist direkt am See und es stehen auch viele weitere Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung. Die Anmeldung an der BTS Freistadt erfolgt in den ersten 2 Wochen nach den Semesterferien. Das Anmeldeformular kann in den Mittelschulen, beim Bildungsberater oder in der Direktion abgeholt werden oder von der Schulhomepage der BTS Freistadt heruntergeladen werden. Dieses ausgefüllte Anmeldeformular und die Originalschulnachricht muss dann in der BTS Freistadt abgegeben werden. Weitere Informationen, wie zum Beispiel Fachbereichsbeschreibungen, findet ihr auf der Schulhomepage www.pts-freistadt.at. Zum Abschluss lade ich euch noch zu einem virtuellen Schulrundgang ein und würde mich auch freuen, wenn ich euch bei einem Schnuppertag in der Polytechnischen Schule Freistadt begrüßen könnte. Herzlich willkommen in der Polytechnischen Schule Freistadt.